Wenn man wie ich viele Nächte auf einem kalten und harten Boden verbracht hat, gibt es nichts Besseres, sich als auf eine perfekt abgestimmte Matratze fallen zu lassen. Oh. Und da gibt es keine perfektere Adresse als der heutige Partner dieser Folge, Emma. Hier haben wir die 7 verschiedenen Schichten der Matratze, die für ein schwereloses Schlafgefühl in jeder Position sorgen. Dank des AirGrid-Materials passt sich die Matratze nach jeder Bewegung sofort deinem Körper an und dank der Silikonstruktur geht sie sofort wieder zurück in ihre Ausgangsposition. Nicht nur Matratzen gibt es bei Emma, nein, sondern auch Boxspringbetten, Decken, Kissen und alles, was man für den perfekten Schlaf braucht. Bis zum 29. Januar bekommst du vieles im Neujahrs-Sale bis zu 50% reduziert. Mein Vorsatz fürs nächste Jahr ist, mehr Schlaf zu bekommen. Was ist euer Vorsatz fürs nächste Jahr? Und jetzt mit dem Rabattcode WILD für ein optimales Schlaferlebnis eindecken. 5% auf deine komplette Bestellung. Ach, damit auch du ausgeruht für deine Vorsätze am Start bist. Danke an unseren Partner Emma und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von 7 vs. Wild. Oh, Bro. Meine Hand wärmt sich in dem Wasser auf. Das ist ein Fluss. Der soll nicht wärmer sein als draußen, wenn es kalt ist. Wir werden das Ganze mal ausprobieren. Was ist passiert? Oh nein, Sashishi. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch eine Woche mich hier irgendwie durchfoltern sollte, dass das nicht ich selbst bin. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf! Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Bärenspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße, ey! Das ist so krass, ey! Come on! Yeah! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival! Seven vs. Wild Teams. Jan, du bist stark. Ich war stark. Du warst nicht, du bist stark. Ja, ich geh schon stärker hier raus. Du gehst. Ich bin einfach wahr zu mir selber. Ich hab jetzt schon rausgefunden, ich weiß, wo drin ich stark bin, was ich gut kann und vor allem, wo ich auch stark drin sein will. Jan, mir reicht das nicht, dass du sagst, ich lass dich nicht einfach so los. Mir reicht das nicht, wenn du sagst, das ist der Aspekt, Psyche. Das reicht nicht, Jan. Jan, du bist es mehr wert. Ich schwör's dir. Wir sind hier, das sind deine Olympische Spiele. Ich weiß, ich habe auch an all deine Worte, die du mir die Tage über gesagt hast, die ganze Nacht, den ganzen Nachmittag drüber nachgedacht. Ich habe einfach meine Grenze erreicht, auch an dem, wo ich was gelernt habe. Und wo ich wirklich happy bin, dass ich es jetzt gelernt habe. Aber für jetzt ist Stopp.
Okay, ich werde dich jetzt nicht irgendwie hier 2 Stunden quälen und zuquatschen. Und bitte sag nicht nein oder ja. Tu mir gefallen. Setz dich hin, denk drüber nach oder geh spazieren und sag mir in einer halben Stunde, ob du immer noch gehst oder nicht. Vielleicht tust du mir einen Gefallen. Und du bleibst bis morgen. Und wenn du immer noch morgen sagst, aus und vorbei, dann werde ich dich jetzt nicht quasi hier quälen mit Überzeugung und bleib doch bitte und hast du nicht gesehen, weil du weißt, wenn du gehst, ne, sind wir als Team, ich bleibe, das weißt du, ne? Ich gehe nicht mit dir, ich bleib genau hier. Ich mache die 14 Tage, auch wenn ich disqualifiziert bin. Ich bin bestimmt nicht hier nach Kanada geflogen bei Seven vs. Wild, nach 7 Tagen aufzugeben. Was? Noch ein Aspekt. 7 Tage ist die Mitte, ab morgen geht's bergab. Wir sind jetzt bei der Hälfte, ne? Und ab morgen wird es jeden Tag einfacher. Und deswegen tu mir zumindest den Gefallen, denk gut drüber nach. Jetzt keine schnellen Entscheidungen, sondern halt lass dir Zeit, ob du bis morgen zumindest bleibst als Gefallen zu mir. Die anderen haben uns ausgelacht, als wir meinten, wir machen an Tag 7 eine fette Wanderung. Ich glaube, Fritz hat gelacht und Martin. Und so, ja, mach das mal. Ich glaube auch die Naturentzündung, ich glaube sogar die Leitung, meine ich. Kann auch falsch sein, aber wir wurden belächelt, als es hieß, wir machen eine fette Wanderung und wollen die Landschaft zeigen. Aber was machen wir gerade? Pumatras Stimmung kippt, weil wir keinen Fluss und See finden. Ich glaube, bei mir wird sie erst wieder kippen, wenn wir im Shelter zurück sind. Weil noch erfreue ich mich hier gerade einfach an der Natur, wie es hier, dass hier mal Standortwechsel haben. Alter, sind wir weit weg. Ganz, ganz, ganz da hinten. Irgendwo ist unser Shelter. Holy shit. Oh mein Gott, die Insel geht hier weiter. Hals, Maul, ist die Insel riesig. Wie krass. Und hier sind überall Wolfsspuren. Wow. Sieht verrückt aus. Hier wachsen zu 1000% andere Pflanzen als bei uns, ne? Ja. Nicht eine Pflanze wie bei uns. Hier ist einfach kein Moor. Wir wollen jetzt noch bis zur Ecke und da nochmal rumgucken, nochmal rumschreien, aber auch parallel nach Bären ausschauen. Hier wachsen sogar Laubbäume, wir hören hier Möwen und Vögel zwitschern. Es ist so erfrischend, mal aus dem Mangrovensumpf wegzukommen, großartig. Ey, der ganze Strand besteht nur aus Wolfsspuren und die buddeln hier alle. Warum machen die sich da, haben die eine Witterung aufgenommen? Und auch buddeln die. Alter, guck mal, da unten auch. Krass, wie viele Spuren da sind. Da liegen die einfach bei Regen. Wir sind voll drin. Wir sind voll drin. Die Wölfe denken, sie verfolgen uns, aber wir verfolgen die Wölfe. Ich habe Scheiße gefunden. Hier ist alte Wolfskacke. Alte Wolfskacke. Hier hat ein Wolf gekackt. Warum kackt der hier einfach hin? Mitten am Strand. Alter, das sind ja hier Riesenabdrücke. Guck mal. Stimmt. Fett. Die müssen echt groß sein. Das sind so welche Brecherwölfe, die hier langlaufen. Bei den Spuren. Die sind auch wieder relativ frisch. Wir folgen denen einfach gerade. Ja, was wollen wir gar nicht? Wieso läuft der da lang, wo wir langlaufen? Oh, hier wachsen also bisher die gesamte Strecke sind nur geile, diese Fake-Himbeeren. Boah, guck mal, wie man die da sieht, die Spuren. Hier in dem Sand sieht man die echt klasse. Zeig mal hier. Wir haben bisher direkt so eine Stunde vor unserem Aufwachen hatten wir diese riesigen Wolfsspuren bei uns an der Ebbe. Ja, habe ich auch schon gesehen. Diese riesigen Wolfsspuren bei der Ebbe. Dann habe ich einmal das Wolfsjaulen gehört in der Ferne und Rumatra einmal das Wolfsbellen. Oh mein Gott, Max!
Eine Glasflasche? Was? Da können wir kochen vielleicht. Wenn wir die übers Feuer hängen. Die kriegen wir nicht geschmolzen. Wenn die nicht platzt? Stimmt. Müssen wir sie leicht übers Feuer mitnehmen? Nehmen wir auf dem Rückweg mit. Ey, aber Leute, guckt euch das mal an. Hier ist ein lebendiger Wald. Seht ihr das mal bitte? Die haben Tannzapfen. Hier sind Vögel. Hier ist Rasen. Hier lebt zum ersten Mal was. Und nicht im scheiß Mangrovenmorast. Das ist sehr erfrischend mal zu sehen. Aber sehr unerfrischend zu wissen, dass wir jetzt wieder den ganzen Weg zurückgehen, um wieder im Sumpf zu chillen. Da hinten ist unser Shelter. Da sind wir die Bucht gegangen. Die Steine hoch, über all die Steine. Diese Bucht lang gegangen, über diese Steine geklettert, super weit nach rechts. Die ganze Bucht. Und dann sind wir noch ganz weit nach rechts. Ist das fantastisch, zu unserem Shelter zurückzukommen. Der ist ja so toll. Da werden wir jetzt so einen Mittagsschlaf drin machen. Wow! Joe ist wirklich ein überragender Mann, geisteskranker Teampartner und inspirierend sein Faller. Aber meine Entscheidung ist gefallen. Für mich ist es hier heute vorbei an Tag 7. Hälfte geschafft, so viel wie die Teilnehmer in den 2 Staffeln zuvor. Also die Gewinner, damit bin ich wirklich sehr, sehr happy. Und ich will mich jetzt einfach wieder meinem wahren Ich widmen. Und das ist Spaß haben, Stimmung verbreiten, mich in sinnlose Stunts reinjagen, mich von irren Höhen stürzen. Aber hier das Survival-Experiment irgendwo in Kanada ohne Essen, das ist für mich jetzt vorbei. Da, wie gerade erwähnt, verliere ich mein wahres Ich. Und da muss ich einfach, egal wie viele Millionen Zuschauer hier jetzt gerade wahrscheinlich auch zugucken, sich jetzt irgendwelche Gedanken machen, da bin ich jetzt wahr zu mir selber und zu all meinen Werten und sag, geile Erfahrung, viel gelernt, sehr, sehr, sehr viel über mich selber gelernt und jetzt aber einfach so weit, dass ich nicht mehr viel lerne, außer dass ich mich quäle. Das werde ich Joey jetzt nochmal genauso sagen, es tut mir wirklich leid für ihn, aber ich weiß, dass er es genauso geil und gerne auch alleine jetzt hier durchzieht und bringe mir jetzt halt Wasser zum letzten Mal und dann werde ich den gelben Knopf drücken. Ich habe dir ein paar Blaubeeren geholt, Jan. Ja, okay. Ist ja nur so eine Handvoll. Ich will ihn im Hessen da. Nee. Okay. Ja. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde jetzt hier gleich aussteigen. Ich kann dich nicht überzeugen, Jan, zu bleiben. Ein Tag. Für mich. Ich will? Nee. Ich würde für dich auch einen Tag. Ja. Länger bleiben. Was willst du denn halt quasi im Hotel rumgammeln? Weiß ich nicht. Ist mir auch gerade egal. Ich will hier einfach weg und meine Entscheidung ist gefallen. Und aber wovon hast du Angst? Dass ich hier psychisch verfall und ich will einfach nicht in dieser Verfassung sein. Ich akzeptiere es und auch wenn es mir natürlich ja, für mich nicht gut ist, weil damit sind wir als Team nicht mehr im Rennen. Das ist
Aber ich bleibe. Ich bleibe. Ich gehe nicht. Joey. Danke dir. Ich danke dir. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Wir sehen uns in 7 Tagen. Genau. Drück mal da Dinge. Okay, jetzt ist der Moment gekommen. Wir haben Code Gelb bekommen von Joey und Jan. Die wollen rausgeholt werden und aktuell ist die Wetterlage, lässt es an dem Punkt gerade nicht zu, mit dem Boot anzulanden. Deshalb organisieren wir eine Helikopterabholung. Alles Gute für die 7 Tage und ich sag Glück auf und schlaf auf your life oder was? Feiern Anfang! Jetzt ist der Flug weg. Und Jan. Da oben geht er. Genau. Nach 7 Tagen war Limit für Jan. Ja. Trotzdem Respekt für 7 Tage durchhalten. Muss man erstmal machen. Schade für mich, aber ich bleib hier und kämpfe weiter. Wir haben wieder was Geiles gefunden heute Morgen am Beach. Was richtig Geiles. So. Boah, was ist denn das? Wo stammt dieses Teil her? Pappe. Gell? Pappe. Ja, perfekt. Geil. Geil. Noch safer. Oder? Guck mal jetzt nochmal unseren Schalter an. Boah. Ganz ehrlich. Hier könnte man echt ewig bleiben. Ist easy. Im Paradies angekommen. Das Erste, was wir jetzt machen, ganz klar. Schauen, ob ein Fisch im Netz ist. Oder vielleicht sogar zwei. Oder vielleicht sogar am Haken. Wir haben beides ausgelegt. Dann schauen wir jetzt gemeinsam mit euch. Ihr seid live dabei rein. Was ist das? Da ist ein Fisch drin, oder? Ist ein Fisch, oder? Warte mal, warte mal. Verdammte Scheiße! Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig bleib. Ruhig, ruhig, ruhig. Fisch! Fisch! Wow! Fisch, 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 Fisch. Das Netz ist Gold. Wow, ein großer. Aber ein dünner. Wieder so ein dünner, gell? Ganz dünner.
Wieder diese dünnen Schollen. Super. Tipptopp, Sascha. Ja, es gibt was zu essen. Siehst du, das Netz einfach auslegen. Das Netz immer auslegen. Du machst nichts falsch. So, Freunde, ich werde jetzt versuchen, den Sack hier, kann man den sehen? Ja. Den wir tagtäglich hier den Baum hochziehen, wieder abzumachen. So schützen wir unsere Medikamente als auch die Brühe etc. vor den Bären. Denn ich denke, diese Mittel werden extrem wichtig werden, so ab Tag 10. Schwer zu sagen. Genau, heute ist der Plan von Hannah und mir, dass wir gemeinsam Brühe kochen werden, vielleicht ein paar Schnecken sammeln, ein bisschen Nahrung zu uns nehmen und dann einfach mal ein bisschen chillen. Mal sehen, wie der Tag sich entwickelt. Ey, wie spannend. Ich wollte jetzt heute Morgen mal meine Reuse kontrollieren. Und alles an Krebs ist draußen. Aber die Flut ist heute auch viel, viel höher gewesen. Und gestern war so wind- und stürmig. Es ist einfach... Oh, also Mini-Mini-Krebs. Den werden wir gleich mal wieder freilassen. Aber damit kannst du ja nichts anfangen. Ist aber geil, das heißt, wir werden heute mal so kleine Fische, hier liegen immer so tote kleine Fische, vielleicht in die Reuse reinpacken und gucken, ob wir morgen was fangen. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Oh, das heißt, heute gibt's Schnecken und Brühe. So, während Ann-Kathrin Reuse und so weiter kontrolliert, bereite ich jetzt schon mal hier unser Feuerholz vor. Da ist dann unsere Feuerstelle. Heute geht definitiv alles schon ein bisschen langsamer und ein bisschen schwerer. Bei schnellen Bewegungen merkt man dann gleich, es dreht sich ein bisschen. Aber ja, wenn in der Reuse nichts ist, werden wir auf diese Schnecken gehen, die auf diesen Stein drauf sind, und eine Gemüsebrühe machen. Ja, schauen wir mal, wie das mit dem Feuer machen wird. Aber wenn man weiß, was man dafür bekommt, dann geht das schon irgendwie. So, während Hannah sich gerade damit beschäftigt, das Feuer vorzubereiten, sammle ich gerade die Nahrung. Unsere Nahrung für heute sind Schnecken. Denn die Schnecken, die kann man hier essen, auch wenn Red Tide ist, weil die das nicht annehmen im Vergleich zu den Muscheln. Die Muscheln saugen das auf wie einen Schwamm. Deshalb, falls ihr euch fragt, warum wir keine Muscheln essen, das liegt daran. Auch wenn das hier nicht danach aussieht, als ob hier Red Tide ist, will man trotzdem natürlich sicher gehen, denn man will nicht krank sein und hier in den 14 Tagen krepieren. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Und die Schnecken geben enorm viel Energie. So, hier habe ich schon das ein oder andere drin, habe mir hier so einen kleinen, ganz spitzen Stock besorgt und kratze die hier. Jetzt gehe ich immer so drunter, kann auch einfach mit den Händen machen, aber ja, natürlich klappt es jetzt nicht, wenn ich Kamera drauf halte. Warte, so, gehe ich so drunter und hebel die dann so raus. Warte, komm Brudi, da, here we go. Und dann sieht das so aus, kommt rein und wird dann gleich im Wasser aufgekocht. Ich habe einen Tisch gefunden. Alter, sieht das schön aus. Guck mal, einfach eine Tischplatte oder so. Das ist echt cool. Puh, die Sonne kommt raus. So, hier kann man jetzt die Ausbeute sehen. Ganz klein Anfang, mittelmäßig drauf und dann großes drauf. Hier kann man es ganz gut sehen. Und wieder die trockenen Zederblätter dabei, die ganz gut brennen. Jo. Jo, jo, jo. So machen wir das. Oh, freuen wir uns auf die Brühe, oder? Mhm. Ja. Heute ist irgendwie so ein Schlappitag. Seht ihr den Stuhl? Fühlt sich irgendwie geil an. Da könnte ich jetzt auch einfach die nächsten 10 Stunden drauf sitzen. Ha. So, wir haben jetzt das erste Mal gekocht und jetzt kann man sich sehen, wie die Schnecke sich von der Schale löst. Und das hier werden wir jetzt nochmal kochen. Hier filtern wir jetzt durch den Buff unser Wasser nochmal durch für die Brühe. Boah, ich bin gerade derb am Heulen, weil dieser ganze Rauch die ganze Zeit in die Augen kommt. Und ich mache jetzt Schnecke für Schnecke. Werde ich nochmal nachgrillen und dann ab in den Mund. Gut, das ist jetzt die Schnecke. Kann man das sehen? Oh, hä? Die schmeckt richtig gut. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Schnecki für Hanna. Oh, geil. Babo, ist das gut? Echt? Wie schön. Alter, die Konsistenz ist einfach wie so eine Schuhsohle. Schuhsohle? Aber der Geschmack irgendwie. Mir wurde mal gesagt, dass es nach gar nichts schmeckt. Ich finde, das schmeckt. Nach gar nichts. Findest du? Ich finde, das schmeckt ein bisschen nach Krebs, bloß besser. Das wäre meine Beschreibung. Das stimmt, ja, Krebs. Ja. Ja, dann Mahlzeit. So, ich habe jetzt ein paar Schnecken. Schnecke 1, Schnecke 2, Schnecke 3, Schnecke 4, Schnecke 5, Schnecke 6. Schnecke lieben. Ganzer Mund voll. Mal sehen, ob das Power gibt für den Tag. Ich weiß nicht, ob das dumm ist. Das ist sehr wahrscheinlich dumm. Aber guck mal, das könnten die Tischbeine sein. Und das säge ich mir jetzt 3 davon ab. Super. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Das finde ich aber auch. Finde ich auch geil. Das ist schon wieder so ein Projekt, das wird 100%ig scheitern, bringt aber Laune. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich das. Und jetzt hier so ein drittes Bein raus und dann einfach rauflegen. Könnte klappen. So, heute ist wieder mal Zahnputztag. Das ist nur das letzte Mal gemacht, dass es so geschäumt hat. Ich hatte sogar nur einen halben. Das ist krank. Boah, diese Gerüche. Hä? Boah, schäumt das krass. Geil. Ja, und während sie da jetzt ihre Zähne putzt, bin ich hier am Wasser filtern und trinken, denn wir haben ein bisschen zu wenig getrunken heute, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie bei dir ist, aber ich habe auf jeden Fall zu wenig getrunken. Was hast du? Oh. Mit dieser Brühe. Brühe? Ging's ganz gut. Ah, mit der Brühe ging's ganz. Ah, stimmt, wir haben die Brühe. Hä, hey, alles easy. Okay. Hab das schon wieder ganz vergessen. Daher vielleicht auch die Power heute wieder. Guck mal, Freunde, der Tisch hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Ich finde das so geil. Man hat einfach was zum Abstellen und muss sich nicht immer bücken. Weißt du, man kann ja auch mal seinen Rücken schonen an Tag 7. Und wir haben heute original 10 Beeren, das heißt, jeder bekommt 5. So, wir haben gerade über 3 Stunden gepennt in unserem fantastisch geilen Shelter. Hat sehr, sehr gut getan. Haben wir uns aber auch verdient nach dem ganzen Marsch. Das war echt weit. Das war echt weit. Jetzt haben wir mehrere Sachen zu tun. Wir wollen auch diesen Plastikdeckel daran zimmern, dass wir noch ein besseres Dach haben. Wir wollen versuchen, in der Glasflasche zu kochen. Wir haben ein Feuerholzproblem. Das hier ist so alles das trockenste Treibgut, was wir gefunden haben. Brennt alles richtig scheiße. Wir müssen dann irgendwie hier noch im Sumpfmangrovenwald versuchen, irgendwas Feuerholz zu finden. Oder wir gehen mal da hinten in den Wald rein. Bisschen weiter weg vom Sumpf. Vielleicht finden wir da was Besseres. Weil Feuerholz, das ist doch alles so morsch und mistig. So, weil da hinten diese Kleinquellen versiegt sind, wo es aus dem Stein kam oder da hinten aus den Felsen getropft ist. Wollten wir die Quelle abchecken. Die ist kleiner geworden. Viel kleiner. Hat sich halbiert. Am ersten Tag kamen wir hier nicht über den Fluss rüber. Sondern mehr als halbiert. Wir müssen fast hoffen, dass es regnet, ne? Ja. Weil wo wir heute lang gelaufen sind, waren auch Flüsse trocken. Dann dachte ich, okay, vielleicht sind sie seit Wochen trocken. Aber sie sind erst seit 1-2 Tagen trocken. Aber noch tut er ja gut fließen. Komm. Ja. Wir haben eh kein Mikroport mehr. Ist auch egal, ob wir dann Süßwasser haben. Ja, ist auch egal, ob wir einen Kochtopf haben oder nicht. Da sind wir wieder. Ist noch nicht vorbei, der Tag. Versuchen wir noch ein paar kleine Fische zu keschern. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist nicht einfach. Was mir halt leid tut, ist für den Sascha.
der braucht viel mehr als ich. Ich habe mir so viel Fett angefressen. Also, ich habe versucht nach Let's Dance, habe ich 12 Kilo abgenommen. Versucht so viel wie möglich, mehr ging nicht. Bin wieder auf 100 Kilo gegangen. Ich war, glaube ich, bei 90 oder so, bin wieder auf 100 Kilo gegangen. Ich weiß, dass sein Körper viel mehr verbraucht. Ich will ja auch immer, dass er den ganzen Fisch isst. Auch den Fisch, den wir heute gefangen haben. Ich versuche, er will immer halbe machen. Er ist halt ein Herzensguter. Aber ich weiß, dass er kein Fett hat. Seine Muskeln verbrauchen so viel. Das ist das, was mir Sorgen macht. Dann sehe ich ihn da stehen, Kopf unten. Oh. Wir sind hier nirgends ausgesetzt, wo irgendwie Flüsse mit Lachsen sind. Das ist halt einfach nicht der Fall. Vielleicht haben die anderen Kandidaten da mehr Glück, sind an solchen Stellen, wir sind es nicht. Dafür haben wir schöne Landschaft und ein paar Bären. Bären, die wir schon abgefressen haben zum größten Teil. Alles gut. Morgen und dann noch eine Woche. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000 Produkte von Superfoods bis Energy Balls. Direkt von den Erzeugern ohne Umwege. Und die Qualität ist einfach top. Probiert es selbst und nutzt dafür den Rabattcode 7WorldsWide. Damit spart ihr 5% aufs komplette Sortiment. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr euch die Werbung angeschaut habt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Das sind Orcas. Schöne Aufnahme. Gegen den Sturm am Abgrund entlang. Und wenn ich nicht mehr kann, denke ich daran. Irgendwann laufen wir zusammen durch den Monsun. Dann wird alles gut. Grüße gehen raus an Tokyo Hotel. Dinner Time, es ist wieder soweit. Jetzt heißt es wieder, einen Fisch zubereiten. Jetzt gibt's ihn gleich. Ist schon aufgespießt, ausgenommen, Feuer brennt schon. Das sind die Momente, wo man ja einfach unfassbar dankbar ist. Auch für den Fisch so eine Dankbarkeit verspürt. Was sich mit dem Lebewesen halt wirklich auch auseinandersetzt und sie einfach denkt, vielen lieben Dank. Und wir verwerten halt alles. Ja. Ja. Nur was mich glücklich macht, ist, wenn Sascha glücklich ist. Guck mal. So. Der ist wirklich, der leckt schon so. Wir haben noch geil angefangen. Pfeffer und Salz, jetzt filetieren. Jetzt wird erstmal das Ding halbiert. Oh ja, guck mal, schön. Du musst das essen. Ich, Sascha, ich möchte, dass schön, du den Fisch isst. Ich möchte, dass du den isst. Schau, wie schön der da abgeht von den. Wow. Oh, ja, ehrlich. Schau, siehst du das? Ich sehe es, ich bin ganz nah dran, gezoomt. Mann, jetzt gönnen wir uns, komm. Sascha, ess du bitte. Hör auf, wieso soll ich denn essen? Du morgen Geburtstag hast. Und du hast viele Muskeln. Nein. Doch. Halbe, ich mag das nicht. Aber ganz halbe, ich mag. Wir machen ganz halbe. Bitte, Punkt. Bitte, nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein, muss ich echt. Nein, das sage ich nicht, ja. Das sage ich nicht, ja. Das mache ich nicht. Da hab ich so ein schlechtes Gewissen, mag ich nicht. Ich hab kein, du brauchst keins haben. Ich will, dass du das, dann bist du morgen kräftig, nein. Dabei ist Geburtstag. Nein, keine Diskussion. Salz raus, wir essen. Komm, das ist die Hälfte. Bruder, da gibt's für mich, das geht in 1000 Jahren für mich nicht. Ich kann die ganze Hälfte nicht essen. Wieso nicht? Ja, okay. So, wir machen das. Wir liegen da. Bitte. Was soll ich nehmen? Alles. Ja, Sascha, wo ist deins? Komm, bitte, iss einfach. Ich nehme einfach hier ein Stückchen. Ist gut. Ist gut, ja. So, unser wunderschöner Ausblick aus unserem Shelter. Die letzten Sonnenstrahlen treffen genau uns. Sieht echt geil aus hier. Und ihr seht hier schon unsere geile Wäscheleine. Da haben wir einmal mein Merino-Shirt, meine Socken, dein Shirt und dein Badeanzug. Wir sind jetzt hier schon bereit,
zum Schlafen gehen. Zum Schlafen gehen. Wir werden jetzt sicher noch 2 Stunden quatschen, so wie es halt immer ist. Aber es ist nicht für eure Ohren geeignet. Ja, genau. Nicht den für eure Tag Ohren geeignet. Erstmal weg mit euch. Jetzt ist es wieder. So. Ja. Ja, dann gute Nacht, Leute. Und ab zu den nächsten. In dieser wunderschönen Kulisse werden wir nun 2 Tripods zusammenbauen. Das sind einfach 3 Stöcke, die so zusammengebunden werden. Dann halten die, das packen wir hinten drunter, wird geil. Okay, geil. Dann brauchen wir erstmal viel Seil. Oder du machst so Fingertips-Tutorial. Ja, ja, die Hobbitik. Mit Jobitz. Hier ist das Meisterwerk. Der erste Tripod ist fertig. Genau, und davon bauen wir jetzt noch einen, beziehungsweise Dominik. Ich habe hier noch einen weiteren geschnitzt, dass wir jetzt 3 haben. Und dann brauchen wir wahrscheinlich, wir haben gerade gesehen, wir haben leider nicht genug. Wir müssen dann jetzt noch einen Baum fällen. Übelst Bock, aber egal. Ja, und dann kann das da hinten schon eingebaut werden. Ultra nice. Geil, machen wir es so. Machen wir mal einen zweiten davon. Tripods stehen. Die sind hier fix. Hier hinten habe ich auch schon die lange Stange vorbereitet. Hier diesen. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Einer wird es jetzt hochheben und der andere wird dann die Sachen dann platzieren. Ja, ja. Das wird wild jetzt. Bisschen wild. Ich hoffe so sehr, dass das jetzt nicht irgendwie weird zusammenfällt. Boah, ich hoffe so sehr, das hält, ne? Nicht, dass wir uns hier fehlkalkuliert haben. Okay, Bro, ich heb den Scheiß hoch. Ja. Und du platzierst es einfach drunter. Guck mal, wo kann ich das heben hier? Oh boy. Alter, das könnte jetzt alles ficken, ne? Warte. Ja. Oh, ganz schön hoch. Kannst du noch ein bisschen niedriger machen, die Tripods? Ja. Ja. Dann werden die ein bisschen instabiler. Ich weiß nicht so. So. Okay, halt. Warte kurz noch. Nein, scheiße. Warte mal, hier ist, oh Digga, es ist unlucky, hier ist ein Loch. Warte, ich muss den einmal drehen. Halt noch kurz. Oh, der drüben steht auch gar nicht gut. Okay, lass mal los langsam. Warte. Warten oder lass das? Ja, kann. Ja. Okay. Puh. Boah, ist auf jeden Fall ein bisschen höher als wir wollten. Das muss man ganz klar sagen. Puh. Geil, oder? Aber geil, richtig geil. Ich weiß es nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, ob man das gerade fühlt. Aber da kann man jetzt schon viel mehr Platz nutzen, Alter. Die nächste Quest wäre dann, hier hinten auf jeden Fall zumachen und Seiten ein bisschen dichter. Dass man da auch jetzt nicht so krass den Wind durchballern hat. Boah, aber geil, ich habe ein bisschen Angst, dass uns das irgendwie auf die Fresse kracht die Nacht. Stabil? Eigentlich schon, ja. Ja, das sollte schon passen. Sollte passen, ja. Okay. Das ist es heute. Das ist die Arbeit für heute. Das ist das Upgrade. Boah, in Real Life sieht es richtig nice aus. Auf der Kamera sieht es irgendwie voll schäbig aus, aber. Wir müssen uns vertrauen, das ist cool. Es ist wirklich nice. Wenn da noch fertig Moos oben drauf ist, ist auch noch ein Upgrade. Und die Seiten, dann wird es richtig geil. Wir haben jetzt das Trinken nach hier verlagert. Da ganz hinten ist unser Shelter.
Weil hier ist diese flüssige oder fließende Stelle, die Dominik gefunden hat. Und das ist jetzt hier immer so unser neuer Spot. Sitzen wir kurz hier, trinken wieder irgendwie so 300 Milliliter. Dominik kotzt mal wieder, weil er Sodbrennen hat. Alles wie immer. Sehr, sehr geil. Wir sind schon die ganze Zeit am Rätseln, was es ist, ob es irgendwie, also weil ich habe es jetzt nicht so. Es kann jetzt also eigentlich nicht deswegen sein, weil wir irgendwas Bestimmtes gegessen oder gegessen oder getrunken haben. Aber vielleicht ist es irgendwie so, dass der Magen halt nichts mehr bekommt zum Zersetzen und sich dann so denkt, oh fuck man, ich habe jetzt zu viel Magensäure, wohin damit? Und vielleicht ist das irgendwie bei Dominik schlimmer als bei mir. Und deswegen kommt die so hoch, so bremäßig. Aber ich weiß nicht, ob es so ist. Auf jeden Fall, der Mann ist immer krass am Leiden, Alter. Falls du gleich kotzen musst, halte ich so schamlos drauf. Ja. Jesus Christus, wirklich, erbarme dich. Was habe ich hier mir gemacht, Alter? Wirklich on top zu allen Anstrengungen muss ich, aber das ist immer nur abends, Bro, weißt du auch, das ist ganz komisch, immer selbe Uhrzeit kommt das. Ich trinke gerade 3 Schluck Wasser, wirklich, ich habe gekämpft, nicht zu kotzen gerade. Und es ist natürlich 100% beim Berg auch. Vielleicht sollte ich wirklich einfach mal kotzen, aber ich denke mir, da verliere ich so viel Wasser auch beim Kotzen. Ja. Ist auch nicht so smart wahrscheinlich. Ey. Also ich glaube, wir wissen, dass wir es schaffen, aber es bockt trotzdem nicht. Nee. Also, wir haben jetzt vorher auch nicht gedacht, dass das jetzt hier der Wald ein Supermarkt ist und wir einfach hier reinlaufen oder dass hier irgendwie die große Entertainment-Show abläuft, dass jeden Tag uns einer einen vortanzt oder so. Es war schon klar, was es wird, aber was die wirklich 14 Tage bedeuten. Wirklich in den letzten 2 Staffeln wäre jetzt heute Ende oder halt morgen früh. Na, aber wir, bei uns geht's weiter so. Und das ist crazy. Das ist sehr, sehr crazy. Ja, Mann. Also 14 Tage ist echt nicht zu unterschätzen. Ich glaube aber, trotzdem, dass wir zu zweit sind, ist mega geil. Also ja. So mental geht's mir halt voll gut. Ich habe da jetzt nicht so das Problem, dass ich jetzt irgendwie voll abkack oder so. Und ich dachte, ich hätte irgendwie viel mehr Angst irgendwie abends, wenn ich penne oder so. Ich schlafe voll entspannt. Also das ist richtig geil. Ich verschnarch alle Tiere, die kommen. Ja gut, Dominik schnarcht halt, aber ansonsten easy. Das ist halt ein unfassbarer Vorteil. Aber ich meine, der Hunger teilt sich nicht auf einmal in zwei, nur wenn man zu zweit ist, ne? Ja. Also. Und die Kraft verdoppelt sich auch nicht. Ja. Also klar, wir können so Sachen wie Segen und so aufteilen, aber das war's dann auch schon. Ja, ist crazy, Leute, wirklich. Ey, no joke, ist eine krasse Erfahrung. Würde ich die jemals wieder machen? Nein. Auf keinen Fall. Ist es irgendwie trotzdem cool, dass wir da sind? I guess. Ja. Das ist gerade so eine Nummer, die ist jetzt wirklich die Hölle auf Erden. Aber es ist cool, das in 5 Jahren, 10 Jahren Leuten zu erzählen, dass wir das gemacht haben. Ja. Ich meine, das kann nicht jeder erzählen, dass er mal 14 Tage in Kanada war und nichts gegessen hat, Flusswasser trinkt aus irgend so einem Pissding da, sich ein Shelter selber gebaut hat, ist schon krass. Chilliger Talk, während Dominik versucht, sich nicht zu übergeben. Ehrlich, Wahnsinn, ey. Oh, scheiße. So, die Abendvorbereitungen starten wieder. Heute relativ spät. Sumatra sägt unser geholtes Feuerholz. War auch anstrengend von da hinten. Und ich betone das Ganze. Ist das deutsche Wort betonen? Das finde ich doof. Doch, du betonst es. Das finde ich doof, den Begriff betonen. So, wie kriegst du denn dich hoch? Spalten tue ich's. Mehrfach spalten. So, jetzt viel betont. Das ist hier Mangrove. Das war hier relativ frischer, toter Baum. Hier ist auch ein anderer. Und wir werden beide immer besser. Doch, wir haben heute gut Feuerholz. Ich zeige euch jetzt unsere Flaschenkonstruktion. Die wird geplatzt, sag ich. Wir haben eine Flasche. Wir denken beide, dass diese Flasche einfach platzen wird. Aber das ist unsere einzige Chance. Wir haben einfach keinen Kochtopf. Ey, ich will also was wir schon alles gemacht haben, um Wasser zu kochen, ist geisteskrank. Das ist echt heftig. So Leute, Experiment startet.
mit der Flasche zu kochen. Ist Wasser schon drin? Ja, Wasser ist drin. Ich finde, die hängt viel zu tief, oder? Nee, die Flammen sind echt nicht so heiß. Nimm mal, ne? Schon mal die, dass die brennen. Die hier schon rein? Nee, die dahinter. Die da? Ja, nimm mal die, die sind gut. Tu mal 2, 3 rein. Die Flammen sind nicht, wenn die platzt, aber wir haben beide eine Brille auf, das ist gut. Das Wasser hat sich hochgekocht, wir haben es geschafft. Dass man sieht, aber es kocht. Ja gut, dann lass abkippen. Schaffst du es alleine? Das wird sehr heiß sein, ne? Mit 2 Handschuhen geht das schon. Kipp rein. Toll, oder? Boah, ist das heiß. Wir haben eine selbstgebrannte Bärenschnapsflasche. Kochen da unser Sumpfwasser, unser warmes braunes Sumpfwasser, füllen das in einen abgeschnittenen Billigplastiktopf von aus Malaysia, in dem irgendwie, keine Ahnung, 10 Liter Wasser transportiert worden sind und tun da unser ranziges Maggi rein, was auch nicht mehr schmeckt, und das trinken wir jetzt. Das machen wir jetzt für die nächste Woche. Ja, das machen wir jetzt jeden Tag. Das ist so toll. Direkt nachfüllen und rein in die Flamme. Ja, ja. Ist das Maggi noch hier? Es ist so heiß, dass wir das nicht trinken können, ne? Yep. Wollen wir ein bisschen Wasser auch noch abkochen, dass wir es speichern können für morgen? Hey, hey, oh mein Gott, es gibt. Das war klar. Hast du es drauf und du hast das Ding hinter dir alles kaputt gemacht. Scheiße. Die Flasche ist kaputt. Die Flasche ist kaputt. Die Flasche ist kaputt. Sie hat's. Naja, immerhin zweimal kochen. So, kleiner Sonntagsausflug. Obwohl ich keine Ahnung habe, was für ein Tag heute ist. Wir gehen schauen, ob wir den Sonnenuntergang von da hinten sehen, weil wir haben ja noch keinen Sonnenuntergang gesehen, weil hier Nordausrichtung ist. Ja, der Norden, das ist zu nervig. Ja. Wir sehen keinen Sonnenaufgang, weil das dahinter ist. Wir sehen keinen Sonnenuntergang, weil es dahinter ist. Das ist schade. Das könnte so krass hier aussehen. Jetzt gehen wir da oben auf den Stein und schauen mal um die Ecke. Ich habe mir eine richtige Brandblase zugezogen. Ach scheiße. Zeig. Ach, sieht man schon? Da geht die ganze Haut. Ja, man sieht's. Ach scheiße. Also die Maggi-Brühe hat mir gerade wieder alles gegeben. Ja, die Maggi-Brühe ist geil. Die war auch richtig lecker, ne? Weil die nicht so... Gesagt, die anderen Teams haben zu wenig Brühwürfel. Ja. Vielleicht fangen die einen Fisch. Vielleicht haben die tolle Pilze und echte Blaubeeren. Keine Ahnung, wo die sind. Aber wir haben viel Brühe und die gibt viel Kraft. Das sieht cool aus und die Insel. Und das sieht halt... Schade, dass wir nicht einen Sonnenuntergang sehen, ne? Das ist echt schade. Aber da nur für den Sonnenuntergang laufen, ist auch dumm, weil danach ist die Sonne weg. Dann müssen wir den Weg zurück bei Nacht. Ja, jetzt geht Tag 7 zu Ende, ne? Yep. Aber wir haben immer noch nicht die Hälfte. Irgendwie fühlt sich das so an, als hätten wir es geschafft, so, weil wir jetzt, was wir alles schon gemacht haben. Wir haben nicht mal einen Kochtopf. Unser Kochtopf bei der Ankunft war kaputt. Wir haben uns 3-mal durch die Mangroven geschlagen, etliche Male hier gigantische Wanderungen gemacht. Wir haben es geschafft zu kochen mit einer Flasche, zu kochen mit heißen Steinen mehrfach. Wir haben ein super krasses Shelter, eine mega Unterkunft. Es ist, ich weiß nicht, wir haben, das war alles krass. Aber wir sind immer noch nicht bei der Hälfte. Wir melden uns ab, war mal wieder ein wilder Tag. In diesem Sinne. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Gute Nacht! Morgen. Guten Morgen. Was geht ab? Was geht ab? Leute, Tag 8. Tag 8, wisst ihr, was das bedeutet? Einmal noch den ganzen Bums von vorne. Bis nach hinten. Und dann werden wir abgeholt, weil es ist Halbzeit.
Alter, es ist so. Es ist einfach Halbzeit. Es ist einfach Halbzeit und es ist so unvorstellbar, dass letztes Jahr um diese Zeit einfach schon die Kandidaten abgeholt worden sind. Crazy. Es ist so unfassbar krass. Oh, bist du mit drauf? Ja, ist schon crazy. Es gibt ein Update, Leute. Ich stinke. Wir stinken immer noch. Ja, aber so richtig so ein anderer Körpergeruch. Ja. Ich find's richtig eklig. Und der geht auch nicht weg, weißt du? Ich bin schon die ganze Zeit dabei, mich mit Cedar einzureiben. Das machen die Einheimischen hier ganz gerne, um sich der Natur anzupassen und so ein bisschen besser zu riechen. Funktioniert nicht. Hilft bei uns nicht mehr. Einfach Absturz. Hopfen und Malz verloren. Einfach verloren. Wisst ihr, was auch ein geiles morgendliches Ritual ist? Seht ihr das? Das ist Cedar, was ich gerade so ein bisschen auseinandergefriemelt habe. Dann mache ich das so, reib das so in den Händen. Boah, und dieser Geruch ist geiler als jede Seife, ey. Mhm. So schön. Boah. Richtig gut. Das macht man übrigens, ich weiß nicht, ob das jetzt ein unangenehmes Thema ist, ich weiß es nicht, aber das macht man übrigens, wenn man seine Regelblutung hat, zwischen die Beine oben, damit das die Wildtiere nicht so anzieht und man sich dem Geruch der Natur anpasst. Mhm. Übrigens, Thema Regelblutung. Wow. Heute ist der letzte Tag meiner Regelblutung. Das heißt, danach werde ich noch motivierter sein, weil die Frau hat die stärkste Woche im Monat nach der Regelblutung. Das heißt, es kann nichts mehr schief gehen, Anna. Es kann nichts mehr schief gehen. Es kann einfach nichts mehr schief gehen. Ja. So, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Trimax. Und Sascha. Happy Birthday to you. Woo! Alles Gute zum Geburtstag, Sascha. Ey, hier draußen Geburtstag. So random. Hätte das gedacht vor einem Jahr oder insgesamt. Wir machen heute mal eine schöne Wanderung. Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, weil ich mir einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Fisch wünsche. Ganz toll. Laufen wir diesmal wieder in die Richtung, soweit wie es geht. Also ich fühle mich echt nicht so frisch tatsächlich. Frisch? Ja, wir haben Tag 8 und wir haben uns einmal gewaschen. Ich fühle mich nicht so frisch tatsächlich. Es auch nicht stinkt so kräftig. Im Schlafsack. Es stinkt. Ich will auch nicht unbedingt jetzt eine riesen Wanderung machen. Ich muss Max, aber es ist halt Max Geburtstag, ne? Der Richtig. Wünscht sich das halt. Da muss ich dann mit. Ich hoffe nur, dass ich nicht zusammenklappe, Alter. Wir machen langsam und essen viele Beeren unterwegs. Meine Energie ist noch sehr gut wieder. Das wundert mich eigentlich auch, aber das finde ich irgendwie toll. So Leute, die große Geburtstagswanderung startet. Yay! Wir gucken mal da hinten in unsere Quelle. Wir haben gerade viel getrunken, einen Liter. Mehr, vielleicht ein bisschen mehr. Naja, doch nicht, einen Liter. Guck mal in unsere Quelle, die wird ja von Tag zu Tag kleiner. Und hier haben wir ein riesen Gefäß dabei, was wir noch neu gefunden haben. Das spüle ich kurz aus. Da lagern wir unsere Beeren drinne. Ja, und dann seht ihr jetzt heute wieder was Tolles. Das Problem ist, wir sind bei der Aussetzung um die Insel gefahren, aber wir haben da nicht drauf geachtet. Wir sind nur an einer Bucht vorbeigekommen, die wir letztens gesehen haben. Da meinte der eine von der uns abholt im Notfall. Der Soldat meinte dann, da wollt ihr nicht ausgesetzt werden. Fragen wir uns die ganze Zeit, warum? Erfahren wir vielleicht heute. So. Guck mal. Jetzt du noch da hinten und dann waren wir so weit wie beim letzten Mal. Das ist nicht weit. Das ist nur weit, wenn man es nicht kennt. So. Hier müssen wir leider rein. Hier sind die Büsche nicht ganz so hoch. Aber wahrscheinlich finden wir auch noch Beeren unterwegs, die wir einfach abzwacken können. Und? Besser wird's nicht. Was für ein außergewöhnlicher Geburtstag. Ich frag mich, was Sascha an seinem Geburtstag macht. So, wir sind wieder umgedreht. Wieder zu dicht. Wie kommen wir um diese Ecke? Durch den Wald schaffen wir es nicht und außenrum ist super schwer. Komm weiter. Da dran rumklettern finde ich auch unsicher. Guck mal, wie das alles hier so, ne? So,
So, jetzt kommt der Kackpart, wo wir letztes Mal umgedreht sind, aber heute müssen wir den schaffen. Nein. Wie sollte man denn hier einen gelben Knopf drücken? Im schlimmsten Fall hast du einen nassen Fuß. Oh, ist das kacke. Ist das kacke, wie nervig. Da ist eine riesen Bucht vor uns und es sind 3 Meter so eine Ebbepfütze. Jetzt kommen wir ja nicht durch, oder was? Das war gut, Alter. Meisterleistung. Den Rückweg können wir aber knicken, ne? Wenn es jetzt anzufangen zu regnen und die Flut macht das Ding hier zu. Tschüss. Wir müssen jetzt hoffen, hier Bären zu finden. Sonst war das ein komplettes Desaster. Es hat sehr viel Energie gekostet, lang zu klettern. Und wir wissen auch nicht mal, welchen Rückweg wir gehen. Weil da wird Flut sein. Der Wind kommt auch noch von da. Das können wir knicken. Rumatra, hier sind Bären. Viele. Hau dir den Wanst voll, komm her. Geburtstagsfest mal. Und Rumatra, wie viel bist du hier am Essen? Du bist gut am Snacken. Boah. So viel Bären hatten wir noch nie. Ja. Auf jeden Fall eine richtige Menge, Alter. Und das war der erste Busch hier erst. So Leute, wir sitzen hier. Haben unsere Ausbeute. Wissen aber nicht, wie es zurückgeht. Müssen erst noch einen Weg finden. Und wenn es regnet, sind wir komplett im Arsch. Und so langsam schwindet auch die Energie. Aber ist ja spannend, oder? Spannend ist es. Es ist ein spannender Geburtstag. Wir sind zum ersten Mal irgendwo hingegangen, wo es keinen Weg zurück gibt. So, Max hat Geburtstag. Ich darf ja alles entscheiden, aber ich kann nicht mehr. Jetzt will er mich alleine zurücklassen und da um die Ecke schauen. Alleine zurücklassen? Ich bin da vorne, du bist hier. Ich kann auch das Bärenspray da lassen, wenn du willst. Das ist keine Teamplay-Aktion von dir. Teamplay-Aktion? Du hast gerade 1,5 Stunden von da hinten hierher gebraucht. Ja, deswegen. Ich habe die ganzen Bären gepflückt und ich war immer wieder in den Wald hochgegangen zum Suchen. Ja. Hier alleine nur zurück. Ich finde uns noch mehr Bären. Du siehst mich ja die ganze Zeit. Hier sind überall Wolfsspuren. Das Doofe ist, wir haben nur einen Akku mit und der geht gleich leer. Ja, so sieht es ja aus um die Ecke. Es sind nur steile Klippen, wo der offene Pazifik aufs Festland trifft. Hier können wir nicht wandern. Sehr, sehr schade. Ich wäre hier noch weitergegangen gerne. Was für ein brachialer Geburtstagsmarsch. Das Runterklettern war viel schwerer als das Hochklettern auf die Klippen da hinten und um die Ecke. Ich gehe jetzt zurück zu Rumatra, der schläft da hinten am Strand. Und dann müssen wir gucken, ob wir irgendwie zurückkommen zu unserer Bucht. Aber da ist alles zu von der Flut. Deswegen müssen wir durch den Wald. Haben wir schon 3-mal probiert, nicht geschafft. Naja, mal gucken. Wie kann der Körper noch funktionieren? Ich wiege 115 Kilo. Wir trinken jeden Tag nur höchstens 1,5 Liter dieses Chlorwasser oder dieses mit Stein abgekochte Sumpfwasser. Meine Hose ist jedes Mal klitschnass. Meine Socken, mein T-Shirt. Alleine was ich da trinke, schwitze ich aus schon am Vormittag. Bei der Leistung, die wir hier bringen, würde ich zu Hause, ist mir immer wichtig, dass ich gut hydriert bin, trinke ich 4-5 Liter bei so einer Aktivität. Und wir trinken seit Tagen so wenig. Und jeden Tag laufen wir in die andere Richtung weiter als am Tag zuvor. Wie lange geht das noch gut? Es kam, wie es kommen musste. Die Flut hat uns mal ganz entspannt den kompletten Zurückweg abgeschnitten. Aber es war uns ja klar. Wir müssen jetzt hier irgendwie über die Felsen, aber der Akku ist fast leer. Krass, oder? Ist das krass? Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy Birthday, lieber Sascha. Happy Birthday to you. Zu deinem 31. Geburtstag. Alles Gute. Ich weiß, du hättest wahrscheinlich gerne Geburtstag mit deiner Frau verbracht, mit der Familie. Jetzt bist du hier mit mir im Urwald. Ja. ich hoffe es trotzdem. Du hast trotzdem viel Spaß. Ja, auf alle Fälle. Also, diesen Geburtstag werde ich definitiv nie vergessen. Ja? 31. Geburtstag. Bart so lang wie noch nie, Fingernägel so lang wie noch nie. Hände dreckig aufgerissen, komplett abgemagert. Mit dir allein auf einer einsamen Insel in Vancouver Island. Ich wünsche dir wirklich, dass du so bleibst, wie du bist. Danke. So ein herzensguter Mensch. Ich habe noch ein kleines Geschenk. Ach komm. Jetzt bin ich gespannt, was. Hä? Elotrans, ja! Es sind auch Sachen, wir gönnen uns heute, die du schon kennst. Nummer 1, gönnen wir uns heute, haben wir uns verdient. Das kann er schon, ist ja klar. Ja, das kannte ich schon, aber ist ja. Geht weiter. Gibt's vielleicht das, was ich nicht kannte, oder was? Ja. Hä? Ja. Kaffee. Oh, Kaffee haben wir auch eingepackt. Kennst du auch? Okay, jetzt. Warte, erstes Schwarze. Ich sag dir, was es ist, ja. Ja? Ich hab's als Angelhaken getarnt für deinen Geburtstag. Das sind Smint-Minz-Bonbons. Die ganz kleinen, alles voll. Smint-Minz-Bonbons, ja. Ja? Ja, geil! Ich hab's als Angelhaken getan. Ich hatte so Angst, dass du es erkennst, aber ich hab's so zugeklebt. Es ist komplett zugeklebt. Hab ich mir daheim schon gedacht, ja. Ich dachte, vielleicht sind es auch bei extra Mikro pur. Aber ich weiß, du liebst Minz-Bonbons. Mein Geschenk, ja, danke. Und noch ein Text. Okay, lies vor. Und noch ein Text. Lies vor. Happy Birthday, mein Survival-Freund. Auch wenn wir hier draußen in der Wildnis sind, und ich dich nicht auf ein leckeres Steak einladen kann, habe ich mir Gedanken gemacht, um dir eine kleine Freude zu machen. Schnapp dir die GoPro und die nächsten 30 Minuten Seven vs. Wild Sascha gibt es nur exklusiv auf deinem YouTube-Kanal. Ganz liebe Glückwünsche auch vom ganzen Team. In einer Woche haben wir es wieder geschafft. Was? Ja, nach dieser Folge. Wenn diese Folge vorbei ist, geht's bei Sascha weiter. So ist ausgemacht. Direkt noch ein Exklusiv. Direkt nach der Folge geht's bei dir weiter. Nur 30 Minuten. Bis zu 30 Minuten, was du machen willst. Irgendein Exklusiv-Content. Was du willst. Ey, wie krass ist das? Ey, bin gespannt, ob ihr alle vorbeischauen werdet. Ey, danke dir. Also, ihr wisst, genau jetzt rüber auf Sascha Hubers Kanal. Dort gibt's jetzt 30 Minuten Seven vs. Wild exklusiv, nur bei ihm. Tschüss, Happy Birthday, Sascha. Seven vs. Wild Team.